Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute habe ich mir diverse Sachen aufgeschrieben, die wir tun werden. Und zwar werden wir uns ein wenig aufrüsten, heute mal. Aber bevor wir das tun, haben wir noch ein bisschen Kleinkram zu erledigen. Ich gehe mal kurz nach hier oben, denn ich wollte mal kurz in unserem Speicher nachsehen. Wir hatten doch nämlich das ganze antike Metall. Ich habe übrigens jetzt Public Test Server, ist jetzt nicht mehr drin und irgendwie läuft es flüssiger. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wollte ich mal gucken, wo wir hier das antike Metall hin tun können. Theoretisch ja hier rein, aber hier würde ich es eigentlich beibehalten, dass wir wirklich nur so einen Krempel hier rein tun, ne? Dahin? Theoretisch, komm, das mache ich jetzt einfach. Ich gehe mal nach hier. Und nehme mir mal das raus und das. Und außerdem eine Kiste. 10. So. Und let's go. Ja, da so in die Ecke rein, ne? Da ist sie nicht im Weg. Und trotzdem ist sie irgendwie so bei der Schatzkammer mäßig so, ne? So. Warum nicht? Wa? So. Und ein Schild davor. So rein so ein bisschen. Ja. Zack. Und dann kopiere ich das hier mal. Und ich nenne es antikes Metall. Ja. So, ne? Und dann schleppen wir das mal alles hier hoch. Und um uns das ein bisschen einfacher zu machen, habe ich sogar überlegt, ja, obwohl es ist nur einmal schleppen, ne? Ja, ich glaube, es ist nur einmal schleppen. Ich glaube, das geht. Oh, habe ich aber echt gar keinen Bock drauf. Aber komm, let's go. Da laufe ich mal nach unten. Und ich überlege auch gerade, stopp, eventuell... Ja, nee, doch. Ich glaube, mit dem, was wir haben, reicht das. Ausdauerbalken. Ich habe eine Idee. Ich gönne mir mal einen Salat. Zack. Dann haben wir nämlich einen Mordsausdauerbalken. Und dann sollte das besser gehen. Ich schiebe mal kurz das Mikro ein bisschen näher ran. Ich hoffe, ihr hört mich gut. So, und jetzt hier nämlich. Warten, bis Ausdauer voll ist. Und das alles hier mitnehmen. Okay. So, und das schleppen wir jetzt mal alles hoch. Gott sei Dank kriegen wir das in einer Fuhre hin. Ja, das geht aber, ne? Voll mit dem Ausdauerbalken. Ich habe aber das Gefühl, wir werden einmal abwerfen müssen. Ja, oder? Mal gucken. Vielleicht passt es ganz knapp. Dann haben wir das nämlich auf jeden Fall schon mal abgehakt. Da habe ich nämlich auch am wenigsten Bock drauf. So. Ich nehme mal hier schön den kürzesten Weg. Ey, das könnte sogar wirklich klappen. Ja, das wird was. Sehr gut. Das mit dem Salat war eine gute Idee. So, und jetzt mache ich das hier unten rein. So. Und die hier oben drüber. Aber ich würde das vielleicht so ein bisschen sortieren. So. Zum Beispiel. Und dann haben wir das nämlich aussortiert. Sehr gut. Und außerdem gab es noch was. Moment. Und zwar zum einen waren hier Knochen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diese hier könnte ich theoretisch auch nach oben bringen. Die lasse ich aber erstmal da, weil wir die, glaube ich, sehr viel zum Craften brauchen werden. Und dann wollte ich mal nachsehen, weil bei unserer Sortiererei... Ja, hier könnte ich 6 noch umbringen, aber das ist noch okay. Harz, Alter. Eine ganze Kiste nur Harz. Hier wollte ich nach oben bringen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und sogar noch eine Fuhre. Ja, ich glaube, das geht erstmal so. Ja, Aschenholz sowieso nicht. Stein. Könnte ich eigentlich auch mal wieder hochbringen. Ja, obwohl. Es geht noch. Heute, hatte ich gerade schon geguckt. Schuppen. Ja, ich gucke einfach mal durch. Hier sowas zum Beispiel könnte ich auch hochbringen, ne? Ja, obwohl. Ich sollte eigentlich dabei bleiben, wie wir es sonst immer machen. Immer erst dann, wenn es überfüllt ist. Ja, das ist noch alles im Rahmen. Alles im Rahmen. Magie sowieso nicht. Das bleibt schön alles hier unten. Das hier. Glibber. Wir haben eine... Tatsächlich müssen wir oben eine Glibberkiste anlegen. Dann machen wir das mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6... So, und das schleppen wir mal hoch. Dann haben wir wieder ein bisschen Sortierung hier drin. Weil nicht, dass hier noch irgendwas überquillt.
So. Und wir hatten Grausten direkt hier, ne? Zack. Glibber hatten wir bestimmt noch keine Kiste für. Knochen aber. Die packe ich schon mal weg. Wo war es denn nochmal? Hier. Oh, da brauchen wir auch eine neue Kiste. Gut. Also zwei neue Kisten, ein neues Schild. Also 4 und 20. Und Holz nehme ich ein bisschen mehr mit, damit wir auch eine Treppe bauen können. Oder, stimmt, brauchen wir gar nicht. Stimmt. Ist überhaupt nicht notwendig, weil wir haben hier eine Kiste nur in der zweiten Reihe. Die können wir easy hier hinbauen. So. Und dann mache ich das mal hier rein. Und jetzt frage ich mich nur gerade, Glibber. Ja, die Materialien und so hatte ich eigentlich immer hier, ne? Sudlingskerne, Augenharz, Yamashitin, Trollleder, das ist so von Viechern eher. Ich würde es hier hinpacken. Neben die Augen. Ja, das Schlamm und dann die Augen. Keine Ahnung. Ich mache einfach mal hier hin. Ihr könnt es ja immer noch alles umsortieren. Glibber rein. Und noch ein Schild davor gesetzt. So. Kopieren. Einfügen. Glibber. Nein, nicht Glibber. Okay, sehr gut. Ja, dann hätten wir das schon mal. Dann packe ich das mal wieder rein. Und dann hätte ich das schon mal abgehakt. Also würde ich sagen, wir gehen wieder zurück. So, sehr gut. Perfekt. Da habe ich tatsächlich gedacht, das braucht viel länger. Braucht es Gott sei Dank jetzt nicht. Und was ich außerdem auch sehen wollte, letztes Mal kamen ja die ganzen Rezepte rein und ich glaube, ich habe mich verguckt. Bei dem einen dachte ich, es ist eine neue Spitzhacke da. Aber das war gar keine Spitzhacke. Das war eine Dingens. Na, wie heißt er denn? Eine Armbrust, ne? Zerreißer, da, das hielt ich für eine Spitzhacke. Ich dachte, wir haben eine neue Spitzhacke. Dann dachte ich nämlich, das priorisiere ich. Aber wenn das gar nicht der Fall ist, dann natürlich nicht. Das bedeutet als nächstes, ich weiß nicht genau, was wir brauchen, um die erweitern zu können. Ich weiß gar nicht, ob wir die erweitern können, ehrlich gesagt. Ob die in dieser Erweiterung überhaupt erweitert werden kann. Also ein Aschenlande-Update. Ich glaube nicht, ne? Aber trotzdem gab es hier ja diese Robe. Und die hat natürlich Alter Schwede, ist die teuer. Das ist ja nur die Robe, ne? Dann nochmal die Hose. Und dann nochmal die Kapuze. Achso, ne, die hier. Haben wir so viel Asquin-Haut überhaupt? Ich guck mal. Nee. müssen wir eigentlich ein bisschen mehr... Ja, das kommt auf To Farm, ne? Ja, Alter, das hier packe ich mal alles nach hinten. Das sind alte Sachen. Außerdem ist das obsolet. Weichgewebe und Gelee brauchen wir gar nicht mehr. Also kann ich hier mal... Asquin-Haut. So. Und hier mache ich mal Leerzeichen. Und da mache ich auch mal Leerzeichen. Sehr gut. Ist doch richtig geschrieben. Ach, selbst wenn nicht, wir wissen ja, was gemeint ist. Und außerdem war... Ja, hier, die haben wir ordentlich vorbereitet eigentlich, ne? Beides haben wir gut vorbereitet. Wir haben sehr viele Stoffe. Ja, ja, theoretisch kann ich einfach mal schon mal anfangen. Oder? Komm. Let's fucking go. Entschuldigung. Hier, das hier. Rübergeschleppt. Und let's go. Aha. Hose. Was fehlt dir für die Robe? Flammkernerz. Dann mache ich die zuerst. Komm. Ja, stimmt. Alter, ist jetzt ein bisschen zu schwer, ne? Ich pack mal doch 30 wieder rein. Und hol erstmal das Metall von unten. So. Baron. Nehme ich mal einen 30er hoch, warum auch nicht? Weil wir müssen sie ja auch noch upgraden. Also aufwerten. Ja, hätte ich den anderen 30er auch gleich da lassen können. Das war jetzt ja selten dämlich. Weil dann wäre ich ja so oder so überladen gewesen. Na gut. Und ich sehe es schon, ne? Mit der ersten Fuhre haben wir schon nicht mehr genug Alter. Ich guck mal. Her damit. Und ran an den Tisch. Und wir fangen an mit der Robe. Let's go. Zack. Und keine Ressourcen mehr.
Doch, zum Aufwerten reicht's. Da brauchen wir Gott sei Dank keine Haut für. Oh, das ist sehr gut. Das ist super gut. Let's go. Hm. Eiter fehlt, haben wir. Schlepp, schlepp, schlepp. Warte mal, ich schmeiß das mal kurz hier hin. Eiter haben wir mehr als genug vorbereitet. Daran soll es nicht scheitern. Daran soll es nicht eitern. Ach, verdammt, das Flammkeil brauchen wir auch. So. Und nochmal ran. Und benutzen, aufwerten. Ach so. Ups. Das war's. Die geht nur auf Stufe 2. Dann will ich mal sehen, das ist ja die Robe und das ist die Robe. Ne? Jetzt vergleichen wir die mal. Rüstung 21, Rüstung 20. Alterregeneration plus 50%. Bewegungstempo minus 2. Hm. Alterregeneration ist ein bisschen höher. Also 10% Punkte höher und Rüstung ist einer höher. Das hier hält dafür länger, ne? Wie gleich viel? Warum hat das Qualität... Achso, Qualität 3 ist ja das hier natürlich. Rüstung, ja, gut. Naja. Also so... Ich meine, letzten Endes kann man die ja noch weiter upgraden, aber so ein fettes Upgrade ist es ja, obwohl die Regeneration ist schon echt nicht schlecht, ne? Wenn ich so drüber nachdenke. Und ich mache auch mal die Kapuze, weil wir uns das gerade noch leisten können. Und hoffe, dass das Aufwerten keine Haut kostet. So. Aufwerten. Yes! Sehr gut. Zack. Und das war's. Dann haben wir die beiden. Fehlt eigentlich nur noch die Hose. Und dafür fehlt uns Haut, ne? Hose von Embla. Ja, 10 Haut fehlen uns. Also beziehungsweise 4 Haut. Wollen wir uns die eben holen? Ist doch total easy. Ja, ich glaube, das machen wir dann irgendwann im also, wenn es soweit ist, ne? Und ganz ehrlich, die bringe ich jetzt mal nicht nach unten, die packe ich mal hier hin. Oder? Macht doch gar keinen Sinn. So, und die Rüstungen packe ich hier vor. Die schmeiße ich davor, als soweit sind wir schon mal. Ne? Haben wir das schon mal durch? Das haben wir weg. Das haben wir weg. So, dann habe ich hier unten gesehen, das geht auch fix. Diese beiden Schmelzen hier, die haben wir irgendwann mal hingestellt, damit wir hier ordentlich Ressourcen nachschmelzen können. Die sind jetzt voll im Weg. Die mache ich wieder weg. Her damit. Und her damit. Viel besser, ne? Schön frei hier jetzt. Können wir irgendwas anderes hinstellen, wenn wir wollen. Das war mir ebenfalls ein Anliegen. Wir machen Stein rein. Und die Suttlingskerne weg. Bei Feuer. Zack. Sehr gut. So, da gucke ich mal auf meine Liste. Und das Letzte, was auch auf meiner Agenda steht, was ich auch noch tun wollte, bezieht sich auf das hier oben. Ich gehe mal kurz pennen, ne, wegen Dunkelheit. Ja. Ja, ich glaube schon. Weil da würde ich gerne mich hier rum kümmern. Wir haben ja 3 neue Rüstungen. Von Ask, von Embla und die Platten-Dingens. Hier die Flammkern-Plattenrüstung. Und das hier finde ich echt geil. Könnten wir uns echt überlegen, die überall hinzubauen. Nur noch nicht jetzt, ne? Das machen wir, wenn wir Flammkern über haben. Hier würde ich es jetzt mal so lassen. 1, 2, 3, 4, 5 Flammkernerz haben wir hier verschwendet. Aber naja, was soll's, ne? Ach ja, da ist noch einer. So viel zu dem Thema. So, gute Nacht. Guten Morgen. Und wir gehen mal direkt nach unten zum Lager. Und ja, warte, stopp. Ich gehe erstmal in die Rüstkammer und gucke, was wir alles brauchten. Weil, das ist jetzt natürlich alles ein bisschen doof. Wir haben ja die beiden hier schon hingestellt. Und ich habe ja aber schon damals, als ich die gebaut habe, gesagt, die sind nicht für die Ewigkeit, sobald das Aschenlande-Update kommt. Ne? Müssen wir das umbauen. Aber ich wusste ja nicht, wie viel neue Rüstungen dazu kommen. Jetzt weiß ich's. 3. Ich hoffe, es sind 3 und ich habe mich nicht geirrt. Und die schreibt mir rein, nein, es sind dann noch viel mehr. So, aber ich würde einfach mal ordentlich Holz holen. Und Teer und so den ganzen Klumpatsch. Und dann mal ein bisschen loslegen. So, ein Batzen Teer. Was brauchten wir denn noch? Nägel, ne? Hier, Metallteile. Nägel. Und außerdem nehme ich, glaube ich, noch, warte mal. Anstatt den, lieber Edelholz. Einen halben Stack oder so.
Sehr gut, wir sind noch nicht überladen. Und ich weiß nicht, ob das reicht. Gut möglich, dass wir was vergessen haben. Wir werden es dann sehen. Aber damit können wir auf jeden Fall schon mal was anfangen. Ja, theoretisch bräuchte ich auch kurz eine Kiste, ne? Sonst haben wir die Sachen hier überall rumfliegen. Oh, oh Mann, ich finde das eigentlich voll schön so. Aber es ist halt auch asymmetrisch, ne? Ja, nee, ich muss das schon umbauen. Ich muss es schon umbauen. Und ich glaube, ich hole mir tatsächlich mal irgendwie... Ich könnte mir solche Kisten einfach hier hinstellen. Mache ich mal. So und so. Und dann nehme ich mal alles ab hiervon. So. Hör damit. Und hör damit. Und das packe ich mal in diese Kiste hier rein. So. Fehlt noch was? Nee, ne? Gut. Da noch die hier. Und den ganzen Krempel. So. Das, das. Und das. Oh, kein Platz im Inventar. Na gut, dann halt nicht. Aber warte mal. Ja doch, hier ist schon ein Federumhang drin. Hier dann, das. Dann haben wir es nämlich auch gleich sortiert. So. Und der Schild. Ja, warte mal. Da mache ich dann mal, damit ich den Unterschied sofort sehe, das dicke Schwert hier rein. So. Und dann können wir nämlich hier nochmal das alles neu bauen. Also. Ich würde sagen, wir fangen mal damit an, dass wir das abmessen, ne? Wir haben ja Gott sei Dank immer hier einen Vergleich, wie wir das gebaut haben. Ich reiße das einfach mal weg. Bleibt ja nicht aus, komm. Es tut mir zwar im Herzen weh, weil das so ein Umstand war, das zu bauen. Aber wir müssen es ja nun mal. So, das weg. Roll mal ein bisschen ran, damit ich besser targeten kann. Habe ich da gemacht, Alter. Oh, vielleicht sollte ich mal ein bisschen was loswerden hier, Holz. Und hier Teer. Und hier Nägel. Hör damit. So. Und das hier weg. Den. Stimmt, Schwaden habe ich vergessen. So. Den. Das hier noch. Ja, die hier hängen alle in der Luft. Keine Ahnung, was da abgeht. Hör damit. So. Und schon haben wir hier Klatsche falsch. Hier schwebt noch was. Nein! Ups. Gut, warte, das mache ich wieder dicht. Zack. So, hätten wir das. Zum Planen. Ich würde vielleicht mal, also wir haben hier das normale Holz, dann schmeiße ich das Edelholz mal hier hin, damit wir ein bisschen mehr System haben und ich nicht ewig suchen muss. So, und wir haben 5 neue. Das bedeutet, theoretisch müsste ich ja sowieso erstmal einen mittigen machen, ne? Das wäre dann also... Ja, ich merke auch, die Diagonale ist falsch, ne? Das müsste theoretisch hier so sein. So? Theoretisch? Ist natürlich jetzt gemein, weil der hier nicht genau in der Mitte ist. Also muss ich theoretisch so, so, ne? Dann habe ich nach hier 1, 2... Und nach hier eins und ein bisschen. Nee, der muss weiter rüber. Der muss schon so. Und ein bisschen weiter ran vielleicht. Oder ist das zu dicht? Ich glaube, das geht so. Wenn ich dann so weiterbaue. Und so. Dann hätten wir schon mal den mittleren. Und hier würde ich tatsächlich gar nicht so viel Platz dazwischen lassen, damit wir das ein bisschen kompakter machen können.
Zum Beispiel irgendwie... Ja, so. Ich probiere mal, was dabei rauskommt. So. Und das Ding ist, da ist normalerweise immer nur einer dazwischen, ne? Das könnte sein, dass das hier dann ganz schön knapp wird. Und dass es dann doof aussieht. Ich mach mal kurz. Ja, doch, das geht aber so, ne? Oder soll ich den hier noch dichter machen? Ich glaube, hier mache ich eine Ausnahme. In den mittleren... Warte mal. Wie wäre es, wenn wir den auch drehen? Wenn wir den genauso machen wie hier. Warte mal. Also so. Ich guck mal kurz, wie müsste das denn abgemessen sein? Der müsste so sein. Ja, so. Zu dicht, ne? So, nee. Keine Ahnung, ich guck mal. Ich glaube, ich muss das mit Augenmaß machen. Ja, viel weiter nach hinten, ne? Oder? Ja, nicht viel weiter, aber ein Stück weiter nach hinten. So ungefähr. Ich mache einfach mal und guck dann, wie es aussieht. Hä? Oh, die sind falsch. So. Weil dann ist es nicht so sperrig, glaube ich, hoffe ich, wenn man hier lang geht. Halt, der ist schon wieder falsch. So. Naja. Jetzt ist es noch sperriger, ne? Ja, natürlich, weil ich den jetzt schräg habe. Gut, Kommando zurück. Und außerdem finde ich, das sieht komisch aus. Das sieht dann irgendwie plötzlich doch so unförmig aus. Ich glaube, ich mache das mal so, dass ich den hier doch ein bisschen dichter ranschiebe. Waren die ja vorher auch. Also, dass ich tatsächlich sage, nicht so, das ist zu dicht, aber so ist auch zu weit weg. Also, ich wirklich sage, irgendwie so. So, zum Beispiel. Ich mache einfach mal. Wie ich das andauernd sage. Ist doch völlig egal. Außerdem seht ihr das doch. Gut. Der bappt zwar nicht an, aber... Ah, warte mal. Ja, so habe ich es einheitlich. So hätte ich es einheitlich, ne? Obwohl, hier ist zu weite Distanz. Aber hier mache ich. So. Nur einen halben zwischen, ne? Mal gucken. Ich mache einfach mal. So. Ja, was mir allerdings auch gerade auffällt, was ich nicht so gerne mag, ist dann, wenn man halt herkommt, dass man die da mit dem Rücken zu uns sieht, ne? Also man muss schon hier lang gehen. Beziehungsweise eigentlich fängt man ja hier an. So geht man lang. Und dann eigentlich so wieder zurück, ne? Aber eigentlich ganz gut so. Doch, das mag ich. Und das gleiche mache ich jetzt nochmal hier. Natürlich. Muss ich auch wieder Pi mal Daumen, ne? Na gut. Oh! Es gallert draußen. Gott sei Dank sind wir im Trocknen. So. Und hier nochmal so ein. Oh, jetzt ist aber gerade laggy. Was ist denn jetzt los? Kein Plan. So, ich habe allerdings keine Ahnung mehr, wie ich die Höhe gemacht hatte. Scheiße. Ich hatte einfach drei aufeinander gestellt oder so, ne? Das müssen wir jetzt wieder ein bisschen experimentieren. Weil ich würde das gleich direkt in Masse machen, alles. Diese Balken kommen als letztes, daran erinnere ich mich noch. Die hier waren schwierig, ne? Wie hatte ich die denn nochmal gemacht? Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Ich könnte einfach hier so gucken, ob der da rangeht. Ginge er sogar. Und wenn ich den so schief dran mache, ist der dann schräg oder geht das? Schräg.
Ich hätte aber schon mal die richtige Höhe, ne? Es müsste der sein, aber so hoch wie der ist. Wie habe ich das denn nochmal gemacht, verdammt? Ich weiß es nicht mehr. Stimmt, ich hatte vorher, glaube ich, einen Rahmen gezogen, ne? War das nicht so? Wenn ich zum Beispiel sage... so. Und der hier ist zum Beispiel ein bisschen weiter oben. Wenn ich zum Beispiel so mache, dann den drehen und hier anbappen. Ja, dann hat er die richtige Höhe. Ja, so ist es. Sehr gut. Da muss ich nur zu helfen wissen. Soll ich die Ecken überhaupt jetzt schon machen? Lieber nicht, ne? Erstmal das Gerüst in der Mitte, ne? Und ich glaube, da hatte ich einfach Platten, ich glaube drei, so aufeinander gebaut, ne? Eins, zwei, drei, irgendwie so. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Und dann Möbel, wo haben wir es denn? Nee. Nee, habe ich nicht so gemacht. Weißt du was? Ich guck mal kurz, wie ich es gemacht hatte. Bis gleich. So, ich weiß wieder, wie es war. Ich habe mich fast richtig erinnert. Habe ich da jetzt zwei Bretter hingebaut? Ja, ne? Ich mach die mal wieder weg. So. Und es waren... Es war fast korrekt, aber es waren nicht zwei Bretter, sondern zwei Balken, die ich so gemacht hatte. Dann kann ich das nämlich überbauen und danach sozusagen abreißen, ne? Weil es rausragt. So hatte ich das gemacht. Das mache ich mal überall. So. Und so. Hier auch nochmal. So, und hier. Ich könnte was zu essen vertragen. Ja, hier, komm. Oh, stimmt. Mein restliches Essen muss ich noch holen, ne? Da kommen außerdem noch die zwei Sachen weg. Sehe ich gerade. Gut. Und dann hier nochmal die Balken gebaut. So und so. Keine Ahnung, das hier kommt mal weg. Das hatte ich ja eben gerade wegen dem Ding gebaut, ne? So und so. Perfekt! Und jetzt kann ich nämlich hier schön in der Mitte immer den bauen. Der Pinöppel nach hinten, ne? Ich glaube ja, Pinöppel nach hinten. Ach, das sieht man doch bei den roten Pfeilen. So. Und wenn ich jetzt so mache, ist das dann korrekt? Ja, ne? Ja. Sehr gut. Dann machen wir hier mal weiter. Schön mittig. Oh, Edelholz. Haben wir uns ja Gott sei Dank was mitgenommen. Her damit. So, mittig. Ist der höher? Habe ich den falsch gebaut? Warte mal. Nee. Gut. Sieht irgendwie so aus, ne? Aber ich glaube, das ist eine optische... Sag mal! Hä? Lederreste? Ach, na klar! Lederreste und Eisennägel. Die Eisennägel haben wir hier oben, aber die Lederreste hole ich mal kurz. Natürlich, wir brauchen ja ein paar mehr als die, die wir hatten. Wir hatten ja nur zwei. Deswegen hier zu den Häuten. Zack. Und wieder nach oben. Weil die Nägel waren da... Oh, ich hätte nochmal kurz reparieren können. Der Hammer ist schon halb down. So. Perfekt. Und nach oben. Eisennägel aufgesammelt und weitergemacht. Weil ich will da jetzt auch gar nicht so viel Zeit mit vertrödeln, ehrlich gesagt. Ich habe nämlich auch noch Bock, in die Aschenlande zu gehen heute. Also, let's go. Schnell durchackern. Hier in die Mitte rein. Hier. Halt, das ist nicht mittig, ne? Vor allem der sollte sehr mittig sein, sonst fällt das auf. So. Und hier. Zack. Dann machen wir da überall eine Platte drauf. Da hatte ich das gemacht, dass die immer längs sind, ne? So. So. Den dann so. Und den so. Ich meine, das hatte ich doch immer einheitlich, ne? Ja, sehr gut. Hab ich schon mitgedacht. Top. Dann können wir die Balken hier wieder rausreißen. Weil die werden jetzt von dem stabilisiert, ne? Also sind die Balken nicht mehr notwendig. Hör damit.
Damit auch. Das und das kann auch weg. Und die beiden hier. So. Sehr gut.